Wir haben jetzt einen kleinen Special Guest. Stell dich doch mal bitte kurz vor. Ich bin der Miles Toast und ich bin einer der Level Designer und arbeite an Cyberpunk 2077 in Warschau. In Warschau wurde es entwickelt? Ja, ja, genau. Okay, wann wurde dir so eigentlich klar, dass dein Herz eigentlich in die Spielindustrie gehörte? Boah, das war tatsächlich recht früh. Also ich habe schon als Kind angefangen zu zocken. Das ganz klassisch dann halt damals mit dem NES, also nicht noch früher, weil ich da noch nicht geboren war, aber NES war, glaube ich, meine erste Konsole, Super Mario. Und dann war es tatsächlich so, dass ich von meinem älteren Bruder immer mal so als Kind da an Warcraft 1 und 2 gesetzt worden bin, wodurch dann irgendwann deutlich später ich mir dann, das ist für mich klar war, dass ich als Warcraft 3 spielen musste, und als ich da den Karten-Editor entdeckt habe, habe ich halt angefangen recht viel auch zu modden und so, also eigene Karten zu machen, und das war dann halt so der Moment, wo ich dachte, ja, das will ich halt auch beruflich machen, und jetzt bin ich halt hier. Okay, ja, nee, sehr geil auf jeden Fall. Und wann habt ihr begonnen mit der Entwicklung von Cyberpunk? Cyberpunk ist schon relativ lange in Entwicklung. Ich glaube, es muss so um 2012 mit der Pre-Production irgendwie so angefangen haben. Dazu muss man aber allerdings sagen, dass halt dann, das wurde glaube ich 2013 im Januar angekündigt. Und dann ist aber lange Zeit nicht wirklich viel was passiert, weil dann das gesamte Team auf Witcher 3 umgeschoben wird, unser anderes Projekt. Dann haben wir daran alle gearbeitet. Also effektive Entwicklungszeit, an die wir jetzt an dem Spiel arbeiten, müsste so zwischen 3 und 4 Jahren dann wirklich sein. Okay, krass. Und 16. April 2020 soll es soweit sein. Das steht auch immer noch, das ist alles noch aktuell. Ja, dann, ich meine, mit Witcher 3 hatten wir uns so ein bisschen vertan. Aber das liegt halt auch so ein bisschen an unserem Qualitätsanspruch. Wir wollen halt dieses Spiel auch nicht veröffentlichen, wenn es nicht gut ist. Tatsächlich ist es aber auch so, dass wir dann natürlich auch nicht ganz doof sind oder so. Wir hoffentlich beißt mir das jetzt nicht irgendwie nochmal in den Arsch. Aber es ist so, dass wir natürlich unsere Schlüsse gezogen haben mit der Art und Weise, wie wir Witcher 3 veröffentlicht haben. Und wir haben dieses Datum doch sehr bewusst gewählt, dass wir eben sagen, hey, okay, das ist jetzt ein wirklich sehr realistisches Datum. Wir haben halt unsere sehr viele interne Statistiken und so, die sagen, okay, wir arbeiten in der Geschwindigkeit. Und das ist eben die Zeit, die wir jetzt noch brauchen, um das mit entsprechender Qualität fertigzustellen. Und da sind wir schon recht zuversichtlich, dass wir das schaffen. Okay, und wie viele Leute sind denn etwa involviert in den Entwicklungsprozess? Es ist so ein bisschen unterschiedlich. Also das Studio ist in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Als ich angefangen habe, 2013, da waren wir um die 150 Entwickler. Mhm. Mittlerweile ist das Studio über 650 Leute groß, aber das beinhaltet eben auch das Backend, also HR und sowas. Ich glaube, Entwickler sind wir so um die 450 vielleicht. Das ist schon recht cool, weil man recht schon merkt, dass ich sag mal, die Geschwindigkeit, in der wir Sachen erarbeiten können und das Volumen an Arbeit, die wir umsetzen können, doch deutlich nach oben gegangen ist. Und das ist echt spannend zu sehen, also wie rapide das Spiel sich halt tatsächlich verändert, wenn man dann so das von Monat zu Monat, Woche zu Woche und auch teilweise Tag zu Tag beobachtet. Okay, du bist ja auch ein normaler Gamer, gehe ich jetzt mal schwer davon aus. Was läuft bei dir so momentan? Was spielst du jetzt gerade? Cyberpunk ist ja noch nicht draußen. Ja. Du hast bestimmt schon einige Male ein bisschen reingezockt oder so. Was spielst du sonst gerade so? Ja, das Problem ist, dass ich momentan also nicht ganz so viel Zeit habe wie früher, wo ich von morgens bis abends durchzocken konnte. Deswegen ich jetzt sehr viele angebrochene Dosen habe, wenn du willst. und momentan ist es so, also ich bin immer noch nicht mit Sekiro durch. Sekiro ist aber, ich liebe From Software Spiele. Ich habe Bloodborne, habe ich eine Platin-Trophäe drin zum Beispiel. Also da habe ich wirklich, da muss ich noch einiges machen. Dann habe ich Red Dead Redemption 2, ist auch immer noch was, wo ich irgendwie so im dritten oder vierten Akt bin. Ich bin mir nicht sicher, aber das muss ich auch noch machen. Jetzt ist aber auch Borderlands gerade rausgekommen. Mhm, also ja, das ist jetzt 3. was ich wohl, weil ich habe tatsächlich eine Gruppe an Freunden, mit denen zocke ich wirklich fest jede Woche eine Session Online-Games. Und dann ist jetzt Borderlands quasi unser nächstes Produkt. Davor haben wir Divinity durchgespielt, ja. Divinity Original Sin 2, das war auch sehr lustig. Was zocke ich noch nebenbei? Ja, ich zocke relativ viel Heroes of the Storm. Ja. Ja. Es gab noch ein anderes Spiel, was ich gerade im Singleplayer muss. Was war denn das? Was habe ich denn gerade angefangen? Fällt mir gerade nicht ein, aber ich bin großer RTS-Game-Fan, okay. Und da war irgendwie noch so, ich freue mich zum Beispiel jetzt auch mega auf Planet Zoo. Das wird so auch noch was sein, was ich halt demnächst. Und das
ja, was halt jetzt auch kommt, ist das Monster Hunter Iceborne Expansion ist auch raus. Also es gibt sehr viel für mich noch zu tun. Ja, okay, also durchaus sehr breit gefächert. Auch ja, in ja, auf jeden Fall. Also es gibt kein Genre, wo ich jetzt sage, das muss ich spielen oder so. Und ich glaube, das ist als Spieledesigner bzw. als Leveldesigner halt auch recht vernünftig, da einfach so einen Überblick zu bewahren und gucken, was überall so ein bisschen abgeht. Und es macht mir halt auch einfach Spaß. Also warum festlegen, wenn die Auswahl an guten Spielen so groß ist? Ne? Ich liebe zum Beispiel auch meine Switch. Verstehen, ja. Da zocke ich jetzt zum Beispiel Wargroove, also auch fantastisch und ja. Geil, geil. Und wenn wir uns jetzt die Spielentwicklung oder die allgemeine Gaming-Industrie, wie sieht es für dich in den nächsten 5 Jahren aus? Was wird sich da jetzt gerade im Hinblick vielleicht auf VR, jetzt vielleicht mit Cyberpunk, ich weiß nicht, wie das geplant ist, aber jetzt vielleicht im Hinblick auf VR, was denkst du, wie wird sich das Ganze entwickeln? Also ich selber bin ein großer Fan von VR, dazu muss ich ja aber direkt sagen, Cyberpunk ist nicht mit VR-Support gedacht. Oh, nein. Aber ja, für uns ist halt wichtig, also wir haben halt echt nur so eine gewisse Kapazität und Ressourcen, die wir irgendwie investieren können. Ja? So und so viele Menschen können über so viel Zeitraum auch nur so und so viel machen. Und dann ist es halt die Frage, okay, haben wir jetzt noch VR rein oder soll die Story richtig geil werden und das Spiel wie bugfrei oder so? Und dann ist es für uns halt wichtig, eine richtig gute Singleplayer-Erfahrung zu haben. Das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel der Multiplayer-Modus, den wir jetzt für Cyberpunk angekündigt haben, erst nach der Veröffentlichung des Hauptspiels irgendwann dann rauskommt, weil wir wirklich unsere Ressourcen völlig auf die Story des Hauptspiels wirklich erstmal setzen. Und nur so glauben wir halt, dass wir halt qualitativ hochwertig was machen können. Um auf die Frage mit der Industrie zurückzukommen, finde ich das sehr interessant. Also wie gesagt, ich bin selber sehr großer VR-Fan. Ich erhoffe mir, dass das halt einen größeren Teil auch am Markt so irgendwie hat. Ich habe mir jetzt letztens erst eine Oculus Quest geholt. Ich habe aber auch eine HTC Vive. Also einfach, weil ich da schon als Enthusiast wirklich alles irgendwie wie habe. Ja, also es ist halt echt spannend. Da passiert halt wirklich einiges. Vor ein paar Jahren haben die Leute gesagt, PC wäre tot. Ist auch nicht so. Insofern ist es halt auch sehr schwer vorherzusehen, wo es jetzt hingeht. Dann kommen halt irgendwann auch noch die nächsten Konsolen. Das wird wahrscheinlich auch nochmal wieder sehr spannend. Und da müssen wir halt wirklich gucken. Aber für mich ist es halt echt, also es gibt, glaube ich, keinen besseren Zeitpunkt, Teil der Videospielindustrie zu sein. Aber auch, und das klingt jetzt so verdroschen, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, Videospiele zu mögen. Aber es ist halt wirklich echt so. Die Vielfalt und Art und Weise und Qualität der Videospiele war, glaube ich, global noch nie so hoch. Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen das ja jetzt sehr gut. Gamescom war ja auch erst, da hast du auch sehr, sehr viele interessante Warte ja auch am Start. Geil, danke dir vielmals für das Interview. Ich wünsche dir und deinem Team alles Gute für die Zukunft und wir freuen uns, sind alle sehr gehypt auf Cyberpunk. Ja. 16. April 2020 ist es soweit und bis dahin bleibt dran. GameTV wird darüber berichten. Bis dann.